BMW startet im Luxussegment weiter durch. Premiere für das zweite Modell der neuen 8er Reihe. Kurz nach der Farbpräsentation des 8er Coupés lässt BMW uns einen ersten Blick werfen auf das 8er Cabrio. Es folgt in der Designsprache ganz klar den Formen des Coupés. Der entscheidende Unterschied: das Stoffverdeck, das sich innerhalb von 15 Sekunden öffnen lässt und das bei einer Geschwindigkeit bis zu 50 Stundenkilometer. Open-Air-Genuss also auf 4 Sitzplätzen mit einem klassischen vollelektrischen Textilverdeck. Besonders geräuscharm soll dessen Antrieb sein. Das Gewicht der Luxusstoffmütze wurde optimiert, genauso wie deren Akustikkomfort, verspricht BMW. Serienmäßig ist das Verdeck schwarz oder optional wie hier in Anthrazit mit Silbereffekt. Das Design des Exterieurs des 8er Cabrios folgt der neuen Formensprache von BMW. Die flachsten Scheinwerfer im Portfolio der Marke mit optionaler Laserlichttechnologie, die große, einteilige, tief angeordnete BMW-Niere und die flachen und weit in die Seitenpartie ragenden LED-Heckleuchten. Vieles erinnert ans Coupé, aber das 4,85 Meter lange und 1,90 Meter breite Cabrio hat auch ganz eigene Highlights. Wir haben hier diese ansteigende Brüstungslinie, dazu die breiten Schultern, die wir ja schon vom Coupé her kennen. Beim Cabrio wirkt das Ganze aber insgesamt gerade von hinten noch etwas bulliger. Dazu dieser wirklich fein verarbeitete Verdeckdeckel mit einem sehr präzisen Fugenverlauf. Das Ganze fügt sich wirklich wunderbar flach hier in die gesamte Silhouette des Fahrzeugs ein. Und hier sehen wir auch die sogenannten Double Bubbles, so nennt BMW es zumindest. Das sind diese leichten Erhebungen, die auch wiederum erinnern an die Dachlinie des Coupés. Der Kofferraum hat trotz Verdeckkastens immerhin ein Volumen von 350 Litern, ungefähr so viel wie beim Polo. Die Vorsitzlehnen lassen sich im Verhältnis 50 zu 50 teilen und umklappen. Mit dieser Durchladefunktion sollte zumindest Platz für 2 Golftaschen sein. Die automatische Heckklappenbetätigung und Komfortzugang einschließlich berührungslosen Öffnen und Schließen der Gepäckraumklappe ist übrigens serienmäßig an Bord. Im Cockpit des Cabrios haben wir den gleichen hochwertigen Eindruck, den wir bereits im Coupé gewonnen haben. Wir haben hier die beiden zentralen Displays, wir haben die Bedienelemente, die dem Fahrer leicht zugeneigt sind. Dazu solche exklusiven Details wie diese Glasapplikation hier zum Beispiel auf dem Gangwahlhebel. Das Ganze ist optional, falls man es denn nicht mag. Und insgesamt macht das Ganze wirklich einen sehr luxuriösen Eindruck. Das kann ich aber auch erwarten für ein Auto, das sicherlich über 125.000 Euro kosten wird. Kleine, aber angenehme Komfortdetails wie Nackenwärmer in den vorderen Kopfstützen oder ein High-End-Soundsystem werden dennoch Aufpreis kosten. Kommen wir zu der Sitzposition, die uns zumindest im Coupé einiges Kopfzerbrechen bereitet hat, und das ist hier hinten im Fond. Machen wir uns nichts vor, sowohl das Coupé als auch das Cabrio sind keine Viersitzer, es sind 2+2-Sitzer. Auch hier im Cabrio habe ich immer noch keine großartige Beinfreiheit, aber zumindest wenn das Verdeck geöffnet hat, habe ich keine Probleme mehr mit dem Kopfraum und bekomme auch keine klaustrophobischen Anfälle mehr. Marktstart für das 8er Cabrio ist übrigens im März 2019. Dann kommt der 8er Open Air zunächst in 2 Modellvarianten, jeweils mit 8-Gang Steptronic-Getriebe. Als BMW M850i X-Drive Cabriolet mit 530 PS starkem V8-Motor und als BMW 840d X-Drive Cabriolet mit rein 6-Zylinder-Dieselantrieb und 320 PS. Über den genauen Preis verrät BMW noch nichts.